Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Borderlands 2. Wir sollen mit Claptrap sprechen wegen unserer Abreise aus Firestone und ich würde sagen, das werden wir doch dann zugleich machen. Bin ja schon gespannt, wohin wir jetzt reisen werden. Und zack! Weg mit dem Banditen! Mann, Leute, ich freue mich schon auf den Phoenix-Skill, wenn wir dann zu brennen anfangen und Feuerschaden verursachen, wenn wir Feinde töten. Eine gechillte Fahrt durch Pandora. Wir fahren zu Claptrap. Das ist die Kammer gibt. Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Weg nur die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also... Jawohl, Markus. Partner. Ich bin hier drüben. Hey, Claptrap. Ja, Claptrap, aktiviere das Gate für mich. Ja, wir werden zu 94% nicht überleben. Das sind doch schon mal gute Aussichten für uns. Mal schauen, ob wir überhaupt den Ladebildschirm überleben werden. Das ist ja in Borderlands ja auch immer nicht ganz gesagt. Hey, wir haben den Ladebildschirm überlebt. Wow, Respekt. Und wir sollen mit Ernest sprechen. Ernest, wo bist du? Ah, da oben. So, guten Tag. Guten Tag. Du kommst gerade im richtigen Augenblick. Diese Bastarde stellen sich unter einem Kerl namens Matt Mel wieder neu auf. Er hat wieder die Straßen blockieren lassen und will dann in die Falle locken, der seinen Vorgänger auf dem Gewissen hat. Das bist nicht zufällig du. Naja, vermutlich bin's doch ich. Und wir sollen für ihn den Quest Großwildjäger erledigen. Schnapp dir einen Köder und locke Skagzilla an und töte es. Hallo! Ernest Whitting hat eine neue Mission. Bist du interessiert? Ja, ich bin gerade bei Ernest. Siehst du diese riesigen Knochen hier? Die habe ich selbst ausgegraben. Ich dachte, diese Kreaturen wären ausgestorben, bis ich unten Wellsprings Bluff auf einen Skag stieß, der so riesig war, wie ich noch nie einen gesehen hatte. Er frisst Cäsium, Kakteen, Benzin und natürlich Menschenfleisch, was eine seltsame Mutation bewirkt zu haben scheint. Ein erstaunliches Beispiel einer erfolgreichen Evolution. Ich möchte, dass du einen Köder besorgst, ihn auslegst und Skagzilla tötest. Das werden wir auf jeden Fall machen und Glück gehabt. Rette Lucky Safford aus der Kneipe Last Chance Veteran Hole. Banditen getötet, 15 Lucky gerettet. Oh, du kommst gerade zur rechten Zeit. Banditen belagern die Kneipe Last Chance Veteran Hole im Süden und mein Freund Lucky ist drin gefangen. Kurz bevor du aufgetaucht bist, hat er mich um Hilfe angefleht. Ich wusste nicht, was ich machen soll, aber jetzt bist du ja hier. Bitte, du musst meinem Freund helfen. Aber mit Vergnügen werde ich beide deine Quests bewältigen.
Und wie es aussieht, kann ich meine Speicherdecks hier noch ein bisschen... Oh, den kann ich mir nicht leisten für Sniper Rifle, okay. Oh, da gibt's gute Class Mods. Ja, aber alles nur Feuerfliegen, Class Mod. Gut, die kann ich mir eh nicht leisten. Schauen wir mal, Shield. Ja, 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 doch. Der hier sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich mir aber nicht mehr leisten. Also gut, da muss unser bisheriges Schild halt herhalten. Aber wir erledigen jetzt nicht den Skekzilla, der hat Zeit, wir müssen Lucky retten. Lucky ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Buddy meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Verstanden, Scooter. Banditenpatrouille zerstört. Nun gut, dann schauen wir doch mal in die Kneipe rein, hä? Naja, war ja klar verschlossen. Hahaha, Frisssäure, Bandit! Frisssäure! Ach du Scheiße, gegen den fetten, knallharten Schläger hinten muss ich was unternehmen! Und er wäre erledigt. Na, ich treffe die Fässer mit der Waffe nicht. Aber mit der sollte es eigentlich funktionieren. Jawohl, Banditen getötet. Jetzt reiß ich mir aber erstmal die Waffentruhe und den Nagel. Waffentruhe! Wupp, 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 wupp. Haben wir ein neues SMG? Nein, haben wir nicht. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was das Sniper Rifle gerade für Werte hatte. 142, wir haben 191. Ja, dann steht es schon fest, welche Waffen wir behalten werden. Und nochmal Waffentruhe! Und BATS! Sterbt, ihr elenden Banditen! Sterbt! Ach du Scheiße, der kam echt überraschend gerade aus der Tür raus. Ja, mit unserer Facewalk-Fähigkeit sollte das überhaupt kein Problem darstellen. Level up!
Hey, Lucky! Ich hab dich gerettet. Danke, Mann, du hast mir wirklich aus der Klemme geholfen. Wir müssen endlich etwas gegen diese Banditen unternehmen. Seit Sledge tot ist, führen sie sich auf wie besoffen, angepisste Hornissen. Yes! Lege die Schalter Schnellreise-Networks um und aktiviere den Hauptschalter. Schalter umgelegt, zwei Hauptschalter aktiviert. Ich möchte zu Ernest zurückkehren, aber ich kann mit keinem weiteren Banditen aufnehmen. Das Schnellreisesystem wäre okay, aber es funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Madman hält Scooter davon ab, das Ding zu reparieren. Wenn das System funktionieren würde, könnten wir uns sofort zu jeder New Use Station, bei der wir schon einmal waren, teleportieren. Auch zu der bei Ernests Emporium. Kannst du es reparieren? Du musst nur auf die Masten klettern und die Schalter umlegen und anschließend den Hauptschalter dort drüben in der Station aktivieren. Kinderleicht, oder? Na, naja, dann schauen wir doch mal, ob das so kinderleicht ist, wie du sagst. Danke, dass du den Penner das Leben gerettet hast. Ich geb's nur ungern zu, aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere. Vielleicht hast du Verwendung für ihn, bis ich ihm den Hals umdrehe. Ja, wenn du den Hals umdrehen willst, ist es deine Sache. Und ich werde auf jeden Fall die Transfusionsgranaten wieder ausrüsten. Meine sind zwar theoretisch deutlich stärker, aber dafür bekomme ich halt wieder Leben rein. Und wir können endlich unseren Phoenix-Skill skillen. Yes! Und dann schauen wir mal, ob ich hier das dann so behalte. Habe ich Brand, Schock und Säure. Ich glaube, da bleibe ich dann bei Säure. Wie viel SMG-Schaden haben wir zusätzlich in unserem... Ja, gut, aber ich würde sagen, wir behalten unseren Glassmod erstmal. Wir haben eh keine Kohle. Was hatte unsere SMG an Schaden? 35. Was hatte die SMG hier im Laden? 53. Yes! Feuerrate von 8,1. Ja, da Gatterteig, Leute. Da Gatterteig. Sieht aus, als könnten wir damit eine Menge brachialen Schaden anrichten. Dann legen wir doch mal die Schalter um, aber nicht zu Fuß. War hier nicht vorher eine Catch-A-Ride-Station? Ja, direkt um die Ecke. Wir nehmen mal wieder den Raketenwerferwagen und los geht's. Und zack, zack, flotsch. Okay, hier sind die Türme, auf die wir klettern sollen. Dann klettern wir da doch mal hoch. Boah, unser Fahrzeug war ja auch ziemlich gefickt gerade. So, Schalter 1. Nächster Turm. Für die kurze Distanz werde ich jetzt kein Auto nehmen, da werde ich laufen, bis ich da einsteige und wieder aussteige, bin ich auch gelaufen. Alter Lilith, jetzt stöhn doch nicht so, wenn du den Turm hochkletterst. Ach du Scheiße, Gegner. Und den nächsten Schalter benutzt. Yes.
winzige kleine Käfer. Yeah, brenne. Brennt. Brennt, elendige kleinen Schleimer. Und wir aktivieren jetzt mal die Reisestation. Vielleicht klappt es dann auch wieder besser mit den Ladestationen. Mit den Ladebildschirmen. Na komm her, kleiner Mann. Ich muss jetzt mit dem Phoenix Skill ein bisschen aufpassen mit den Explosivfässern, die hier überall rumstehen. So. Hauptschalter umgelegt. Die Station hat wieder Energie. Pandoras Schnellreisesystem ist jetzt online. Dieses System ermöglicht dir Schnellreisen zwischen allen zuvor besuchten New U Stations. Um dieses System zu nutzen, begib dich zur nächsten New U Station, wähle Schnellreise und das entsprechende Ziel. Hahaha, brenne! Und du auch! Brenn für mich! Brenn! Hast du was für mich oder habe ich eine Kugel für dich? Und da vorne wieder Banditenpatrouillen. Musst du aufpassen, dass die mich nicht überfahren, weil dann bin ich sofort instant tot. Da ist eigentlich wenig Interesse dran. Bam! Money, money, money. This is funny. In a rich bitch world. So, Lucky, das Schnellreisesystem funktioniert wieder. Großartig, du hast das Schnellreisesystem reaktiviert. Ich werde später bei Ernest vorbeischauen. Hast du keinen Schnellreisepass? Ich habe noch einen Ersatzpass, den kannst du haben. Jetzt kannst du das Schnellreisen nutzen. Damit kannst du dich zu jeder New U Station teleportieren, die du zuvor besucht hast. Jedenfalls geht es mir jetzt etwas besser. Willst du die Headlights von Matt Mel befreien?
Straßenkrieger. Vernichte Fahrzeugpatrouillen der Banditen. Ja, das wird so nebenbei funktionieren, da muss ich jetzt nicht extra. Wir machen auf jeden Fall als nächsten Auftrag Großwildjäger, aber nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet mein Video, haut mir noch ein fettes Like raus. Würde mich sehr freuen. Was, am schwarzen Brett hier sind neue Missionen verfügbar, dann nehmen wir die auch noch kurz an, bla 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 bla. Und dann schauen wir uns die aber wirklich beim nächsten Mal alle an, weil die Folge ist für heute auch schon vorbei. Wie gesagt, bewertet mein Video, gebt mir ein Like, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!